Tag Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Es geht weiter mit dem behinderten Typen, der da vorne stand. Das ist nämlich unser Schichtleiter. Und dann natürlich mit mir und meinem Auto. Und jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich die vorletzte Schicht. Da ist schon wieder der alte Knacker, der in meinem Zimmer war. Ey, ich bring dich irgendwann um. Das glaubst du gar nicht, ne? Ich bring dich irgendwann so um. Wow. Ich frag mich ja auch, wie kann man dieses Bild sehen? Wie geht das? Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich eine Lagerhalle. Und da sehe ich irgendeinen so einen Leuchtturm. Hier sehe ich auch keinen Leuchtturm. Wo ist dieser Leuchtturm? Wo ist der Traumturm? Ich möchte den Traumturm finden. Mein Traum. Eieiei, Entschuldigung. Also. Eieiei, da ist jetzt. Da ist er mir aber rausgerutscht, der kleine. Oh, der kleine Schlingel. Entschuldigung. Ich habe meine Tabletten immer noch nicht genommen. Nebenbei, falls ihr euch fragt. Ah, ich kann mal in die Kantine gehen. Da war ich noch nie drin. Nebenbei, falls ihr euch fragt, warum ich in der letzten Folge so unglaublich gestört war, dann fragt mich nicht. Diese Idee war so behindert, aber ich habe sie trotzdem umgesetzt. Ich wollte einfach mal gucken, wie das so ankommt, wenn ich das mache. Es tut mir so unglaublich leid, ich bin so ein gestörtes Ding. Hi, Kollege. Oh, lecker Pizza. Bisschen Würzen. Hallo. Tag. Tag! Ist dir nicht aufgefallen, dass ich auf dem Tisch rumgetrampelt bin, was? Nebenbei haben wir hier auch noch unser nettes Büro. Und in diesem Regal werden dann später Auszeichnungen stehen mit den Autos, die wir gefahren sind. Und da steht jetzt noch nichts, weil wir noch kein Auto abgeschlossen haben. Hier haben wir dann unseren Arbeitsstuhl, der aber immer leer bleibt, weil wir uns da nicht hinsetzen können. Und da können sich dann irgendwelche Leute hinsetzen, die mit uns reden wollen. Es will aber keiner mit uns reden und deswegen sind die Plätze auch leer. Dann haben wir hier noch ein Telefon, mit dem wir niemanden anrufen können, weil das Telefon nicht funktioniert. Ein paar Blätter, die zusammengewachsen sind und deswegen kann man sie nicht beschreiben. Dann haben wir hier noch einen ausgetrockneten Kaffee. Das da ist ein Schild. Ja, hi! Wir können alle durch Wände reden, das ist cool. Dann haben wir da noch ein Schild, wo nichts draufsteht. Das haben wir hier auch. Ach nee, das sind Boxen. Ah ja, das können Boxen sein. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ihr könnt immer noch durch Wände reden, finde ich echt cool. Oder durch die Decke. Kann man eigentlich... Warte, ich möchte das mal ausprobieren. Ich kann über die Stühle drüber laufen. Das ist ja super. Möchte ich doch gleich mal ausnutzen. Komme ich irgendwie auf den Tisch? Ja. Yeah. Ah, Hallöchen. Jetzt kann ich auch durch die Decke reden. Hallo. Ist das nicht toll? Ich gucke euch durch euren Fußboden hier. Ich habe ja alle... Fist Games, ihr seid so enttarnt. Ja, alle senkrecht. Ist das unglaublich. Ich finde das super. Ja, schön. Ich habe Fist Games enttarnt. Sie haben überhaupt keinen Boden gemacht. Das ist alles nur Tarnung von zu faulen Programmierern. Ich finde das super. Ich habe Fist Games enttarnt. Und passend zu dieser Enttarnung spielt Viz Games ein Gewitter ein. So super, so super, super. Oh, ich finde das klasse. Ich finde das ganz klasse. Entschuldigung, meine Tabletten. Ich habe ja vergessen, die Tabletten zu nehmen. Sollte mich mal einer dran erinnern. Entschuldigung. Nein, Fehler. Aber ich habe Viz Games enttarnt. Wow! Ach du Scheiße! Was? Durch Unfall? Nein, schwerer Unfall! Nein! Nein! Nie im Leben! Och nee, jetzt habe ich wieder 0 Punkte! Och Mann, oh! Oh Mann, oh, das ist doch echt blöd.
So ein blöder Scheiß. Jetzt habe ich wieder 0 Punkte. Och man! Das kann euch nicht wahr sein! Aber das war ein geiler Stunt, ey! Woo! Springfield! Peace, Bruder! Also! Ich würde sagen, ich hänge einfach noch die nächste Schicht dran. Weil das jetzt so abrupt abgebremst wurde. Oh mein Gott, was nur? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das Geile ist ja, wäre ich wieder auf den Rädern stehen geblieben, dann wäre das nicht als schwerer Unfall. Dann wäre überhaupt nichts passiert. Nur weil ich auf dem Dach liegen geblieben bin, war es ein schwerer Unfall. Aber wäre ich auf den Rädern stehen geblieben, wäre überhaupt nichts passiert. Dann wäre alles super gewesen. Dann wären überhaupt keine Schäden am Auto gewesen. Weil ich ja auch nicht irgendwie auf dem Dach hergerollt bin und auf die Seite gefallen bin, aus unglaublich hoher Höhe und gegen diesen Pfosten gefahren bin. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Nichts passiert, nichts passiert. Alles ist easy. Hm. Ist klar. Dann ist überhaupt nichts passiert. Das ist alles halt... Oh, komm. Er will nicht viele Worte verlieren zur letzten Schicht. Was ist denn passiert? Ich weiß überhaupt nicht, was los war. Kann mir das mal einer erzählen? Wie ich in der letzten, wie ich am Anfang der Folge auch noch sagte, die vorletzte Schicht, lustig. Zum Thema vorletzte Schicht. Möchte noch jemand was sagen? Nein, okay. Oh Mann, ey, da ist schon wieder der alte Knacker, der aus meinem Zimmer geraus. Ach nee, da bist du ja. Hi. Du hast ein Double, wusstest du das schon? Du hast ein Double. Ich fand das Double aber hübscher. Ich möchte nichts mehr mit dir. Ich fange jetzt nur noch was mit deinem Double an. Verpiss dich aus meinem Zimmer. Ich habe immer noch nicht den Traumturm gefunden. Wo ist der Traumturm? Da ist eine Uhr dran, an dem Traumturm. Wo ist der Traumturm plus Uhr? Das ist eine super Sonderedition. Die hat einen Turm dabei. Mein Freund, kannst du mir sagen, wo meine mein Traumturm ist? Du brauchst mich gar nicht so anglotzen. Ich habe dich gefragt, wo mein Traumturm ist. Guten Tag. Hi. Das ist ja geil. Hi. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ihr könnt die ganzen Leute abkassieren, die sich irgendwie... Mahlzeit. Mahlzeit! Ah, du hast ja schon die Flasche geholt, ne? Kein Wunder, dass du so besoffen reinguckst. Tag. Tag! Das ist ja mal richtig geil, ey. Kann sich die ganzen Leute angucken, die sich hier... Sag mal, kannst du mal die Fresse halten? Ich weiß, dass es dir geschmeckt hat, deine Flasche. Einsatzbefehl für Florian 1. Ach man. Hi. Oh, mein Freund. So gut gestern. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Dann mal los mit euch. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Melde Einsatz angenommen. Kannst du auch Deutsch reden, Kollege, ey? Das ist doch echt nicht wahr. Melde Einsatz angenommen, Alter. Gekokst oder was? Melde Einsatz angenommen. Ey, ich glaub, du hast ja nicht mal alle ganz dicht oder sowas ähnliches. Ah. Aramsamsam, aramsamsam, guli 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 guli, ramsamsam, aramsamsam, aramsamsam, guli 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 guli, ramsamsam, arabi, arabi, guli 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 guli, ramsamsam, arabi, arabi, guli 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 guli, ramsamsam, aramsamsam, aramsamsam. Soll ich eigentlich nochmal ausprobieren, wenn nochmal so springt? Nein, ich lass es lieber. Nein, also. A war's, ne? A. Bam, 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 bam. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Warum stehst du da einfach nur so rum? Hä? Du blockierst mich bei der Arbeit. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Ich kann hier nebenbei rein. Ach, es war bei der Zollkontrolle, genau. Ja, mein Hirn, Entschuldigung. Leute, nehmt das nicht so ernst. Mein Hirn ist nicht so... Mein Hirn ist nicht so töfte wie euers.
Boah, ich glaube, diese eine Folge wird mich noch unglaublich lange verfolgen. Diese eine Folge. Ich glaube, das war Folge 3 oder so. Ich glaube, das war Folge 3. Ich glaube, diese Folge wird mich noch so lange verfolgen. Da brennt's ja. Unglaublich. Oh, ey, wer die Folge nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Die ist auf meinem Kanal. In der Playlist. Die Playlist ist nebenbei auch unter meinem Video, unter diesem Video hier verlinkt. Florian 1, ein Leitstand, melde Fahrzeug. Guckt dieses Video euch an. Goose Flights! Welcome to Goose Flights. Cool. Ich möchte bei euch mitfliegen. Aber die Ansagen hier finde ich cool, ey. Die Grafik ist zwar unglaublich scheiße, ganz besonders die Person, aber die Ansagen sind cool, ey. Meine Fresse, das ist richtig realistisch. Da. Der Flug von Rom über Köln nach Barcelona landet mit 30 Minuten Verspätung. Das hast du gerade schon gesagt, das brauchst du nicht nochmal sagen, Mädchen. Wir haben es alle verstanden. Wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Da ist ein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug. Da ist ein Flugzeug. Wow. Oh, bitte, hört mir nicht zu, ich kann nicht reden. Ich weiche dem einen Flugzeug aus und rase unter das andere drunter. Sie hat gerade das Licht angemacht. Du fährst doch wohl nicht ohne Licht, oder? Ich sehe den überhaupt nicht mehr. Also wirklich, der fährt doch wohl nicht ohne Licht, oder? Na doch, scheinbar schon. Scheinbar tut er es. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, arabi arabi, guli 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 guli, ram sam sam. Mein Tattoo-Tag ist kaputt. Mama, mein Tattoo-Tag ist kaputt. Ich will ein neues Tattoo-Tag. Mein Tattoo-Tata ist kaputt, Mama! Ich möchte ein neues Tattoo-Tata haben. Mein Name ist Tattoo-Tata. Wer hat mein Tattoo-Tata kaputt gemacht? Ein böser Wicht hat mein Tattoo-Tata kaputt gemacht. Aber es hat doch gerade noch funktioniert, das Tattoo-Tata. Warum ist das jetzt plötzlich kaputt? Mein Tattoo-Tata. Tattoo-Tata. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatz. Ey, dass sich das immer so krass dreht. Genau, mach Platz! Du solltest Platz machen, Kollege, hast du es nicht verstanden? Es brennt! Ruf doch mal einen in die Feuerwehr, ich bin doch schon da, Mädchen! Wo ist es? Ah, da ist es. Melde BMA-Alarm ab. Es war nur ein Fehlalarm. Verstanden. Was? Was? Ihr wollt mich doch wahr? Ich bin zu doof. Aber da hat's doch nicht gebrannt. Das ist doch scheiße. Da war kein Feuer. Ach, Mann, ey. So ein blöder Kack. Schon wieder ist die Schicht, ey. Oh, Mann. So ein blöder Scheiß. Naja, Leute.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder mit 0 Punkten. Grandios! Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.